Gut, wir reden jetzt erstmal mit dem Typen von Gästezimmer. Warum der nicht markiert ist, weiß ich auch nicht. Willkommen an Bord des Gästehauses Gaffelschoner. Was kann ich für dich tun? Ich möchte mein Gästezimmer beziehen. Erhol dich gut. Har, har. So, und das haben wir eigentlich ja alles mit der Druidin schon gemacht, beziehungsweise ich schon mit dir aufgenommen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, also wo ich gerade aufnehme, habe ich die Episode, glaube ich, noch nicht hochgeladen. Deswegen möchte ich euch das Ganze mal anhand dieser Folge nochmal zeigen, zumal ich damals schon ein bisschen auf dem Schlauch stand und ja von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Also hier gibt es erstmal die Krämerklingel. Was für ein Zungenbrecher. Damit kannst du deine Gehilfen rufen, wenn sie unterwegs sind. Ich kenne mich nicht so mit Gehilfen aus, aber man bekommt wohl Gehilfen, also kann die wohl freischalten, beziehungsweise einen Gehilfen. Und man kann wohl, so wie ich es verstanden habe, mehr Gehilfen mieten, sozusagen. Allerdings mit Echtgeld, weil das kann man über diese Final Fantasy-Seite, ich weiß nicht, Mogri-Seite oder wie die heißt, da kann man Gehilfen ja mieten, also mit einem monatlichen Beitrag. Mit Krämerklingeln kannst du einen Gehilfen herbeirufen, der für dich arbeitet. Gehilfen sind hilfreiche NPCs, die Spieler anheuern können, um Gegenstände und Gil aufzubewahren oder Gegenstände zum Verkauf auf dem Markt zu platzieren. Sobald du die Erlaubnis erhalten hast, einen Gehilfen anzuheuern, kannst du mit Panel in Gridania, Früdwyp oder so, in Limsa Limosa, also das wäre dann hier die mittlere für uns erstmal, oder Chachabi in Uldal sprechen, um einen Arbeitsvertrag aufzusetzen. Das sind also die Gehilfen, die, wenn ich es richtig verstanden habe, freigeschaltet werden können übers Spiel später. Ja, ich weiß, dass ich noch keinen nutzen kann, deswegen wollte ich mich ja auch bewegen. So, hier könnte man jetzt theoretisch Spiele spielen. So habe ich es verstanden, weil da steht immer nur, du hast keine Spiele. Hier konnte man, glaube ich, nichts machen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist jetzt für mich auch nur, ist wahrscheinlich nur so Deko-Elemente, sage ich mal. Das funktioniert leider nicht. Wenn wir da draufklicken, sagt er nur, Projektionen sind noch nicht freigeschaltet. Ich vermute ganz stark, dass das auch eine Quest ist, die wir dann später freischalten, wo der dann sagt, so nach dem Motto, du kannst jetzt in deinem Gästehaus oder deinem Gästezimmer deine Projektionen angucken oder irgendwie sowas. Beim Kostbarkeitenkabinett, da kann man draufklicken und kann Ausrüstung ins Kabinett legen oder Ausrüstung aus dem Kabinett nehmen. Aber, das haben die mal geschrieben, man kann nur Ausrüstung reinlegen. Kommt das hier auch? Na nee, das kommt hier oben genau als Text. Man kann nur Ausrüstung reinlegen, die voll repariert ist. Mit dem Kostbarkeitenkabinett kannst du bestimmte Gegenstände in einem Gästezimmer oder deiner Unterkunft aufbewahren. Dazu zählen Jobausrüstung, Gegenstände saisonaler Ereignisse, ach so genau, das auch noch, Gegenstände für Errungenschaften und Bonusgeschenke vom Entwicklerteam. Ob ein Ausrüstungsgegenstand im Kostbarkeitenkabinett aufbewahrt werden kann, ist mit einem Symbol oben rechts in der Gegenstandsbeschreibung angegeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Sachen öffne, und ich habe. Ach so, ja, die nutzen sich. Nee, Moment, Zustand 95%. Okay, das ist jetzt. Ach so, nee, der ist nicht weiß. Okay, also ihr seht ja jetzt links dieses kleine Symbol eingekreist. Das ist quasi das ganz rechte bei mir jetzt oben rechts. Ich kann nicht da drauf gehen, leider. Das ist jetzt bei mir nicht weiß. Wenn es weiß wäre, dann wäre der Zustand auf 100% und dann könnte ich das reinlegen. Da der Zustand aber nicht auf 100% ist, ist das jetzt so grau hinterlegt und deswegen kann ich das jetzt nicht reinlegen. So, was haben wir dann noch? Reisetagebuch. Offenbar hat eine. Ach so, ja, nee, das lese ich jetzt nicht alles vor. Also das sind im Endeffekt die, ja, Videosequenzen, die wir uns ansehen durften. Die letzte Videosequenz ist der Preis des Verrats. Also es war das, was wir jetzt in der letzten Folge gemacht haben, wo Severin halt niedergeschlagen worden ist, beziehungsweise überfallen worden ist. Das steht dann auch bei, mit welcher Stufe wir das Ganze gemacht haben. Warum die Stufe dabei steht, ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich gehe davon aus, dass das hier alles noch voll werden wird. Und Hauptszenario. Jetzt muss ich mal eben schauen. Nebenaufträge, Nebenaufträge.
okay. Ja gut, ich habe keine Nebenaufträge gemacht, da ist es logisch. Hier wäre jetzt Klassen und Jobs, wenn da jetzt noch so Frequenzen kämen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Webergilde ist oder ähnliches, da würde das dann reinkommen. Sonstiges haben wir jetzt nichts drin. Jetzt muss ich mal eben schauen. Doch, das war aber das Erste. Warum da jetzt steht Heavensward und Blood, Stormblood, dann sind es wohl anscheinend doch nicht so viele, weil dann alle hier. Ach so, oder man kann das dann noch mal einzeln. Ah, man kann es hier noch mal einzeln anwählen. Genau, so war das. Okay, also da kann man sich auf jeden Fall die Videosequenzen dann noch mal angucken. Hier könnte man theoretisch raufklicken und da könnte ich mich ausloggen, was ich ja auch normal über Escape halt machen kann. Ich kann nichts machen oder ich kann das Spiel beenden. In dem Fall möchte ich nichts machen. Dann gibt es noch die Kosmetika-Klingel. Die kann ich auch nicht benutzen. Du hast ja noch nicht das Recht verdient, den Kosmetika zu rufen. Ich vermute, dass man dann sein Aussehen da ändern kann. Aber so wie sich das anhört, wird das auch freigeschaltet. Das habe ich jetzt auch mit der Druidin noch nicht rausgefunden. Aber es hört sich halt wirklich so an, als ob das freigeschaltet wird. Das Orchestrion ist das Letzte, was es hier gibt. Das kann ich anklicken, kann ich aber ja nicht benutzen, beziehungsweise ich kann es, glaube ich, benutzen, aber es wäre Blödsinn, weil ich ja die Musik eh ausgeschaltet habe. Und zwar ist das so eine Art, ja, ich sag mal, Schallplattenspieler, Musikgerät, sage ich mal. Das Orchestrion ist ein Möbelstück, das Musikstücke abspielt und so in Unterkünften und Zimmern für eine besondere Atmosphäre sorgt. In Zimmern können einzelne Titel abgespielt werden und in Unterkünften kann eine Wiedergabeliste mit bis zu 8 Titeln erstellt werden. Um das Orchestrion mit Musikstücken zu füllen, ist es erforderlich, Notenrollen zu finden und zu benutzen. Hinweise dazu stehen in der Orchestrion-Liste unter Notizbücher im Hauptmenü. Am Orchestrion selbst kannst du Musikstücke Probe hören, einen Titel zur Wiedergabe auswählen oder die Wiedergabe beenden. Die Titel lassen sich direkt auswählen oder per Untermenü steuern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt direkt Musik hören würden, weil, wie gesagt, selbst wenn man erst draufklicken muss, bei mir ist sie ja ausgeschaltet, aus lizenzrechtlichen Gründen. In Häusern kann außerdem eine Wiedergabeliste eingerichtet werden. Wähle die Titel, ihre Reihenfolge und die Art der Wiedergabe, zum Beispiel nacheinander oder in zufälliger Reihenfolge, aus. Die Wiedergabeart kann am Orchestrion oder im Untermenü eines Musikstücks eingestellt werden. Erfreue deine Besucher mit einer persönlichen Zusammenstellung deiner Lieblingslieder. So, und ja, das ist jetzt alles, was man hier in diesem. Achso, da muss ich draufklicken, ja. Ja, möchte ich verlassen. Das ist alles, was man jetzt hier in dem Zimmer machen kann. Ich wollte eigentlich auch schon ein Haus besuchen. Das Problem ist nur, dass es nicht funktioniert hat, dahin zu reisen. Ich weiß jetzt nicht. Ach nee, jetzt dürfte es eigentlich auch noch nicht funktionieren, weil wir noch nicht mit der Fähre gefahren sind, jetzt mit dem Charakter. Es ist schon ein bisschen ja, lästig, dass man da noch nicht mal Leute ja, reparieren, lasse ich mich aber auch mal kurz, dass man noch nicht mal Leute besuchen kann in ihren Häusern, weil man es einfach noch nicht freigeschaltet hat. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen desorientiert, weil er mir. Ach so, da hinten sind die Freibriefe. Ich glaube aber, ich muss Level 10 haben, um das überhaupt zu machen, weil das ist nämlich jetzt auch gesperrt. Genau, Mindeststufe Level 10. Ist kein Thema, weil dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß, die Folge ist jetzt nicht ganz so lang geworden, aber sie drehte sich ja jetzt in erster Linie um, ja, die Unterkunft letztendlich. Und die Sache mit den Freibriefen ist ja dann auch wieder ein bisschen länger. Da müssten wir, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich noch mal ein bisschen reisen zu jemand anderen. Und wir machen natürlich unseren ersten Freibrief. Ich hoffe, dass ich das mit ihr auch hinkriegen werde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und wenn ich das dann gemacht habe, beziehungsweise wenn ich dann Stufe 10 bin, was ich ja schnell freischalte, das werde ich dann jetzt offline machen, dann werde ich natürlich die Folge aufnehmen mit den Freibriefen. Und wenn ich glaube, erst nachdem ich dann die erste Quest damit gemacht habe, ist dann für mich das Ganze freigeschaltet. Und dann kann ich auch mit anderen Gildenmitgliedern diese Freibriefe machen. Sei es jetzt Freibriefe, die mit Gilden zu tun haben, sei es Freibriefe, die
damit zu tun haben, was zu sammeln, was glaube ich jetzt auch auf Gilden bezogen ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder eben auch Freibriefe, wo man Bosse kloppen kann. Also die anderen Freibriefe, die mache ich natürlich gerne alleine, aber die mit den Bossen, ja, die, ich habe noch keinen gemacht bisher, aber die würde ich definitiv dann nur gildenintern mit anderen zusammen machen. Da dürft ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Jetzt, wo ich hier alles, ja, das meiste davon schon soweit freigeschaltet habe, wie auch schon in, ja, mit meiner ursprünglichen Main. Grabe sie selig. Ich hatte zwar am Anfang gesagt, dass ich sie auf jeden Fall noch weiterspiele, aber so wie ich das gehört habe, sollen wohl die ganzen Quests, die ich mit meiner Main mache, bei ihr dann genauso letztendlich auch kommen, wenn ich dann in das Gebiet komme. Und das wäre dann ein bisschen blöd, wenn wir das jetzt alles vorne wegnehmen. Deswegen werde ich definitiv nur noch mit ihr hier, also mit meiner richtigen, eigentlichen neuen Main, also nicht nur die Hauptquest, sondern auch die Quests halt in den anderen Gebieten machen. Weil sonst haben wir wirklich ein Kuddelmuddel und ja, das, da ist dann auch leider niemandem mitgeholfen. Deswegen, ich wollte euch das jetzt nochmal eben eindeutiger erklären, weshalb ich dann gesagt habe, dass ich nach der 10. oder 11. Folge halt eben nichts mehr hochgeladen habe. Und ja, das tut mir wirklich, wirklich leid, aber es war für mich die richtige Entscheidung. Ich habe es bei Teso damals auch gemacht. Bei Teso hatte ich, ja gut, bei Teso hatte ich einen Anfangscharakter, der sah scheiße aus. Da wollte ich nicht mitspielen, den habe ich dann später gelöscht. Habe dann eine Main gehabt, mit der ich wirklich bis zu dem Zeitpunkt die Hälfte bis Dreiviertel von ganz Tamriel durchgequestet habe, also von allen Gebieten. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich finde einfach die Zauberin sehr, sehr viel besser. Und habe dann aus meiner ehemaligen Main einen Tank gemacht. Habe sie ein bisschen umgewandelt und auf Stamina umgestellt und alles. Und ja, sie war dann eine ganze Weile nur noch meine Handwerkerin, ist sie auch immer noch. Aber meine neue Main oder meine aktuelle Main, wenn man so will, also meine jetzige Main in Teso, die hat dann alles gemacht. Die hat dann das Handwerk komplett gelernt. Die hat vieles nachgeholt, was meine Handwerkerin auch so kann. Natürlich alles nicht. Ich meine, ich habe vorher 3 Jahre gespielt. Das dauert natürlich dann auch eine ganze Weile. Aber ja, so habe ich es halt hier auch vor. Nur, dass ich hier halt den großen Vorteil habe, ich war gerade mal Level 12, 13 vielleicht die Ecke, wo ich dann mit der Druidin aufgehört habe. Und ja, ganz ehrlich, ich werde mit der Druidin vielleicht auch nochmal spielen oder ganz bestimmt auch nochmal spielen. Ich werde definitiv die Druidin auch leveln. Das kann ich euch versprechen. Aber das werde ich dann alles offline machen. Und ja, aufnehmen werde ich halt nur noch mit dieser meiner Main. Und ja, das ist mir jetzt halt persönlich sehr wichtig, dass ihr das auch versteht und dass ihr da meine Entscheidung letztendlich dann auch akzeptiert. Und ich weiß, es ist ein bisschen blöd, weil ich jetzt mit einer angefangen habe und mit der anderen ja quasi weitermache. Aber ja, es ist für mich, fühlt es sich einfach richtig an. Diese Main ist nach mir benannt. Diese Main sieht, naja, weitestgehend so aus wie ich. Natürlich ist das alles nur bedingt möglich. Hat meine ehemalige Haarfarbe, die ich sicher auch noch mal irgendwann zwischendurch haben werde. Und es fühlt sich einfach richtig an. Deswegen tut es mir wirklich leid für alle, die jetzt eigentlich gerne die Druidin weiterhin sehen würden. Aber ich werde definitiv, wenn ich sie hochgelevelt habe, auch mit ihr laufen, mit ihr durch Verliese laufen und so. Aber bis dahin werde ich erstmal nur mit der Main weiter aufnehmen. Ja, tut mir leid, dass das jetzt noch so ein bisschen ausgeartet ist, diese Erklärung. Aber das wollte ich jetzt noch mal deutlich sagen, auch für die, die vielleicht die Anfangsfolgen nicht gesehen haben, damit ihr das wirklich versteht, warum ich gewechselt habe und dass es mir doch sehr, sehr schwer gefallen ist, dass ich es aber ja einfach richtig finde und dass das Gefühl für mich einfach richtig ist und dass ich halt der Meinung bin, ich musste das jetzt tun. Wie gesagt, es ist ein bisschen blöd, weil schon Folgen hochgeladen waren, aber ja, shit happens, ne? Ich freue mich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit euch durch diese Gegenden zu streifen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann definitiv auch die Sache mit den Freibriefen angehen.
Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann hier in der Gegend aussehen wird und wo ich dann hin muss. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.